Insofern kann man sagen, Krisenzeiten sind Bildungszeiten und gerade in solchen Zeiten brauchen wir starke Volkshochschulen. I think education is the key for the development and we all believe in this. Wir sind für Teilhabe, die Volkshochschulfamilie steht dafür. Wir wollen Menschen befähigen. Demokratie ausleben zu können, sich selber sozusagen auch einbringen zu können in die Gesellschaft. Wir werden wahrnehmen, dass dieser Volkshochschultag noch mehr als alle anderen Volkshochschultage das große Bedürfnis nach Zusammenhalt und Zusammensein zum Ausdruck bringt. Weiterbildung ist immer wichtig. Aber die Zeiten, die wir gerade erleben, sind schon besondere Zeiten. Den Ukraine-Krieg, daran denke ich gerade, ich denke an die Corona-Zeit, die jetzt hoffentlich bald mal zu Ende geht. In so einer Zeit stellen sich viele noch mal die Frage nach dem Sinn des Ganzen, nach Zusammenhängen. Und da kann Weiterbildung helfen. Wir sind eine Gesellschaft, die in den kommenden Jahren noch mehr auf Zuwanderung setzen wird, die aber auch erlebt hat, wie die Gesellschaft auseinandergerissen wird durch die unterschiedlichen Meinungen. Das Ganze zu einem, das in den Mittelpunkt zu stellen, was uns verbindet, was wir hier gemeinsam in diesem Land wollen, ist ein wunderbares Motto der Volkshochschulen. Das ist immer alle 4 Jahre, das ist wie unsere Olympiade, wo wir alle zusammenkommen, wo wir uns austauschen, wo gute Referenten und Referentinnen da sind, wo man ins Gespräch kommt. Dafür ist es wichtig. Ja, wir haben überall den Fachkräftemangel, den spüren wir schon. Und ich finde, wir müssen Weiterbildung stärken, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, ob Zugewanderte oder Nicht-Zugewanderte, als Staatsministerin für Integration kümmere ich mich natürlich besonders um zugewanderte Menschen. Ich habe das Gefühl, dass, oder zum ersten Mal, das so richtig intensiv wahrgenommen, dass wir in der Politik jetzt anders wahrgenommen werden als früher. Diese Einschätzung der VHS als reine, also VHS-Kurse, als reine Freizeitvergnügen, reiner Zeitvertreib, die Despektierlichkeit, mit der über Yoga, Sprachkurs, Makramee, Kochen, was auch immer gesprochen wird, die halte ich für absolut arrogant und unangemessen. Dass ich dankbar bin für jeden Menschen, der sagt, ich will meinen Horizont erweitern, egal in welchem Feld. Verändert sich ja global, aber auch was die Digitalisierung, technologischen Fortschritt angeht. Und es ist besonders wichtig, dass wir Bildung eben nicht nur denken bis zur Ausbildung, sondern auch darüber hinaus, damit wir auf der Strecke niemanden verlieren, sondern ein Leben lang Menschen für die neue moderne Welt, Arbeits-, aber auch Lebenswelt immer wieder zu selbstbestimmten Entscheidungen befähigen. Und da spielen die Volkshochschulen natürlich als wichtiger Akteur der allgemeinen Weiterbildung eine ganz zentrale Rolle. Die Volkshochschulwelt ist die Volkshochschule für uns auch integraler Bestandteil des Bildungswesens. Nicht etwas anderes, nicht weniger wert als Schule oder Hochschule, sondern integraler Bestandteil des Bildungswesens. Wir brauchen eine Bund-Länder-Initiative für die digitale Weiterbildung. Das ist ganz wichtig. Und Nachrichten und auch der IPCC, der Weltklimarat, da sind auch nochmal Wissenschaftler da. Weil wir in einer unglaublich bewegten Zeit leben, mit Umbrüchen, in denen wirklich sehr, sehr viele Menschen auch Angst vor der Zukunft haben. Und der erste Schritt, sich dieser Herausforderung zu stellen, ist,
die Fakten zu kennen, sie einordnen zu können, Wege zu finden, wie man damit umgeht. Und das alles bietet lebenslanges Lernen, Weiterbildung. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Deutsche Volkshochschultag gerade jetzt und in dieser Zeit und hier stattfindet. In sehr bewegten Zeiten stattfindet, in der Pandemie, im Krieg, mitten in Europa, in der Ukraine. Und deswegen macht es diesen Volkshochschultag ganz besonders. Und dass wir diesen außergewöhnlichen Ort hier haben, um uns treffen zu können, das passt wirklich sehr, sehr gut dazu. In diesem Jahr 100 Jahre alt und das ist natürlich ein großartiges Geschenk, dass wir so viele tolle Gäste begrüßen können zum Geburtstag. Das passt. Für mich ist allgemein Volkshochschule eine besondere Bildungseinrichtung, die gleichzusetzen ist mit allen anderen Bildungseinrichtungen, die wir haben. Die losgehen im Kindergarten, die weitergehen in der Schule und dass die Volkshochschule nicht ein Stiefkind ist. Die Sachen, die heute erzählt worden sind, politischer Natur, wenn es um Umsatzsteuer geht, da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, Volkshochschulen zu fördern und da gehe ich für steil. Dankbar, dass wir hier mal sein konnten und ich habe diesen Volkshochschultag mehr ermutigend als resignierend erlebt. Das ist doch die wichtigste Voraussetzung.